Ja, liebe Leute, willkommen zurück. Heute wollte ich ja, habe ich ja versprochen, das Schiff fertig kriegen. Ach, ich habe ja hinten eine Öffnung extra reingemacht und renne wieder rum. Na gut. Ja, also das wird natürlich... Jetpack. Wird natürlich versucht. Na, es... Oh, meine Güte. Ich muss mir ja wahrscheinlich so eine... Naja... So. So eine Treppe bauen. Gut, was brauche ich? Ich hatte Blöcke angesetzt. Und dann die ganzen Triebwerke. Die müssten jetzt eigentlich schon fertig sein. Beziehungsweise habe ich die schon bei mir? Nein. Achso, wir hatten das letzte Mal getestet mit diesem Raketenwerfer. Genau. Ach, die arbeiten noch. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Jetzt habe ich auch keine Blöcke. Dass ich sofort losmachen könnte. 8 Stück, das ist mir zu wenig. So, wie machen wir das da jetzt? Da breche ich wieder mal ab. 1, 2, 3. So, 1 lassen wir. Weil ich will erstmal die ganzen Sachen, die ich hier schon fertig habe, verbauen. Sonst wird das ja nie was. Reise wird wieder knapp. Mal sehen, ob das reicht. Wir brauchen ja dann auch Munition. Ja genau, das ist gleich die Frage. Was wird dann drauf gebaut? Achso, die große Auswahl ist ja nicht. Eine Minigun. Oder Raketenwerfer. Oder beides. Ich nehme beides. Man weiß ja nie. Und hier brauche ich... Ach, die Stromspule. Eine Platte baue ich. Und dann, achso, ich bekomme immer... Genau, ich bekomme mehr raus. Ich bekomme... Wie viel bekomme ich eigentlich raus? 10. Genau. Na, da geht das. So, dann machen wir die 30 Blöcke und dann schiebe ich gleich nochmal die restlichen. Ah, was ist das? Oh, das ist neu, auch neu. Notfall O2-Generator. Aha. Muss ich direkt mal schauen, ob es noch irgendwas anderes Neues gibt. Den werde ich gleich mal probieren. Gleich mal testen. Notfall. Sonst. Aha. So, hinten, das ist der. Das sind die Deko-Blöcke. Das ist alles nur Deko. Das sind unsere Zwischendinge. Gehärtete Stahlplatte. Aha, wofür brauche ich die? Zwischenprodukt, ist klar. Für ein komplexeres Endprodukt, das ist mir auch klar. Aber was? Was ist das Endprodukt? Na, mal sehen. Vielleicht irgendwann später. Gut, achte. Dann schieben wir noch, was hat man gesagt, 12. Grün, genau. 1, 2, 3, 4. So. Na gut, ich werde erstmal die Dinge verbauen. Derweil kann er weiterarbeiten. Sonst wird das ja hier nie was. Nie, nie, nie. Doch, das wird. So, erster Ausgang. So, ich werde jetzt die wichtigen Dinge hier dahinter bauen. 1, 2, wir werden das etwas, ja, sodass die übereinander hierher passen. Also 3 hinten dran. Oh, das passt. Sehr schön. Das muss reichen. Dann kam der Tank.
der andere Tank. Und der Generator. So. Na, drehen wir rum. So. Okay. Damit haben wir die Stromversorgung. Jetzt kommen die eben diese Drehmomentteile drauf. Wie machen wir die drauf? Die machen wir eigentlich gleich dahinter, oder? 1, 2, 3. So, und die Munitionskiste. Und da wir ja nicht mehr ran müssen an das Zeug, von außen eigentlich. Boah, das ist ja ein Riesending. Können wir die hier einfach irgendwo hinten reinbauen. So, eigentlich brauche ich dann nur noch Waffen. Und das war's eigentlich. Ich brauche keinen Sauerstoff und auch keinen, was weiß ich, irgendeinen Konstruktor oder so. Das brauche ich alles nicht. Denke ich. Hier vorne ist so dunkel. Wieso ist das hier vorne so dunkel? Ich habe da hier eine Lampe hingestellt. Hm. Mal sehen. So. Wie weit ist er jetzt? Achso, andere Seite war es. Gut. So, wir haben die Gehärteten. 3 dazu. Ah ja, hier ist der Notfall. Das schauen wir uns gleich mal an. So, wo sind jetzt... Oh, Eisen ist alle. Hm. 2 Stück habe ich noch rausgekriegt. Ach, der auch bloß. Hm, das ist natürlich nicht so toll. Da müssen wir natürlich erstmal auf Eisen, ja, Jagd gehen, hätte ich beinahe gesagt, aber Eisen abbauen. Ah, da wird das heute wieder nicht, wahrscheinlich. Okay, ich schaue mir das erstmal mit diesem Notfall-Sauerstoffgenerator an. Das wäre natürlich nicht schlecht für den Mond. Das war das, was ich das letzte Mal sagte, dass eigentlich dieses noch fehlt. Sauerstoff, also Essenbeet habe ich ja oben. Und Sauerstoff habe ich eben noch nicht hier. Ist natürlich die Frage, wie der... irgendwie ist ja dunkel. Kann das sein? Okay, ist ja auch Nacht draußen, aber... trotzdem. Ich will es heller haben. Weil man sieht ja dann auch auf den Film immer, wenn es so dunkel und duster ist, nicht so viel. Also, Lampe bauen. Beziehungsweise... ja, ich könnte ja gleich noch so eine andere rote Lampe bauen. Also diese... Ah, mir fehlt da wirklich Metall. Das ist ja blöd. Ich kann ja gar nichts bauen jetzt. Na gut, also erstmal den Sauerstoff-Notfallgenerator uns anschauen. Was der macht. Den stellen wir mal hier hin. Okay, aktivieren. Kraftstoff. Okay, was... und, was braucht er für Kraftstoff? Kraftstoff. Aus, kein Kraftstoff. Gut. Den hier, Bio? Nee. Den auch nicht? Ah ja. Ja, macht Sinn, wie die anderen. Und jetzt ist natürlich die Frage... woher generiert er den... woher generiert er den Sauerstoff? Aus nix. Das ist natürlich auch schön. Aus nix. Gut, so lange will ich jetzt nicht heraufstieren. Lassen wir den erstmal arbeiten. Aber das ist natürlich... wenn das klappt, na dann ist das natürlich auf dem Mond auch erledigt. Also da kann man hier entspannt überleben. Apropos Sauerstoff. Na da. So, was wollte ich jetzt machen? Ich wollte weiterbauen. Nein, das wollte ich nicht machen. Ich wollte Eisen holen, weil das brauche ich unbedingt. Ansonsten wird ja gar nichts, geht ja gar nichts los. So. Also, Y. V. Alt. Hinterzoomen.
Alt wieder deaktivieren. Okay, so, jetzt gucken wir mal, wo wir hin müssen. Hier, das ist Eisen, genau. So, also jetzt müsste ich sozusagen leicht nach rechts, richtig? So. Ja, das war noch, das war zu leicht. Da ist es ja. Da habe ich schon mal gegraben. So, eigentlich könnte man sich immer mal ein Arbeitslicht mitnehmen und das dann hier hinstellen. Nächstes Mal brauchen wir erstmal Eisen. Hoppsala. Ach ja, habe ich schon mal gebohrt. Oh, schon wieder. Warum mache ich das immer? Ja, also liebe Leute, wahrscheinlich, ich vermute es. Dadurch, dass mir hier das Eisen ausgegangen ist, schaffe ich das heute wieder nicht, den Angriffsjäger oder das Flugzeug. Ach, Flugzeug, doch nicht Flugzeug immer. Das ist mein Raumschiff, kein Flugzeug. Also ein Flugapparat, ja, aber Flugzeug ist es eigentlich nicht. Also das Raumschiff fertig zu bauen. Na gut. Macht nix. Macht nix. Wenigstens geht das hier zügiger, wenn man beide Maustasten hält, oder? So war das doch. Also die rechte Maustaste, die ist so schnell und die linke ist genauso schnell. Wenn ich beide drücke, ja, da ist schneller. Das sieht man unten an der Munition, die da sozusagen schneller weggeht. Also nicht sozusagen. Ich muss mal dieses sozusagen nochmal aufhören. Leichte Hintergrundmusik so einspielen, so wie wenn man in der Telefonschleife hängt. Sowas. Das wäre noch ein Feature. Irgendwie so lässige Musik. Okay, wie viel haben wir? 165. Naja, ist die Frage. Ich mach mal lieber noch eine Ladung, weil Eisen ist ja nun definitiv immer gebraucht. Dass es mir dann mitten im Bauen schon wieder ausgeht. Ja, ja, ihr könnt das ja überspringen. So, so vorspulen, vorschuben. Zumindest mache ich das immer, weil das eben nicht so das Prickelnde ist, jemand zuzuschauen, wie er Mineralien abbaut. Ist jetzt nicht so wertvoller. Aber es muss gemacht werden. Sonst wird ja nichts. Ja, da bin ich ja mal gespannt, wie die Grafik dann auf Aqua ist. So, wenn das jetzt so besser aussieht auf dem Mond schon. Das ist ja, wie das aussieht mit den ganzen ja, Pflanzen, Bäumen, wie auch immer. Oder Tieren, dann gibt es ja nun nichts weiter.
Ja, jetzt haben wir es gleich. Gut. So, und ach so, siehst du. Und dann noch ein Tipp. Fällt mir gerade ein, weil mir das mal vor einer ganzen Weile passiert ist. Wenn ihr bohrt und einfach nach unten bohrt und sammelt und vergesst die Zeit und bohrt, dann hebt euch am Schluss noch eine Ladung mindestens auf, weil nichts ist schlimmer, als wenn man sich hier reingebohrt hat und dann nicht mehr rauskommt. Also selbst mit Jetpack dann es nicht mehr schafft. Vor allen Dingen, wenn man sich dann so reingebohrt hat, dass man hier so einen Überhang hat, dann wird es brühe. Mal sehen, ob ich das jetzt noch schaffe. Wahrscheinlich geht das noch, aber wenn das höher ist, dann könnt ihr euch nur noch selbst umbringen. Und das ist ja nicht der Sinn der Sache. So, und ich muss natürlich erstmal Jetpack einschalten, logisch. Und dann klappt das nämlich nicht. Genau, so dachte ich mir das. Und wenn ihr jetzt keine Munition mehr habt, dann sieht es irgendwie drüber aus. So, genau. Also immer eine Notfallmunition sozusagen in der Tasche haben. Wir haben 366, das ist in Ordnung. Ja, ich muss mir auch mal Lampen hier dran bauen. Ich sehe ja nichts, ist ja schwarz. So. Okay, das war so rum, oder? Nee, das war falsch. Ja. Ach so, ich wollte ja gleich mal sehen, genau, ob ich den Namen ändern kann, beziehungsweise den Namen ändern, den möchte ich ändern. So, also fliegen wir nochmal um und bleiben hier. So. Den Namen der Basis, weil Ghost Rider Basis 2, das brauchen wir jetzt nicht. Okay, das war P. Und jetzt Name. Ja. Aha, Home. Was ist Home? Zeigt es mir dann an als... Ach, vielleicht als dieses Haussymbol. Das müsste man mal überprüfen. Also das überprüfe ich erstmal. Ne, das war jetzt nichts. Na gut. M. Ich wollte M auf... Ja, ihr wisst schon hier. Map drücken. Also M. Und das heißt jetzt, gar nichts heißt das jetzt, kleines Raumschiff, ich sehe es nicht. Also auf jeden Fall ist dieses, doch hier haben wir es noch, Ghost Rider Basis, hier, so, und dieses Symbol, das heißt, ich mache nochmal M weg, mache wieder P und gehe hier auf Home. Hat irgendwas geklickt? Sehen, was es war. Und jetzt auf M ist... Nö. Ich dachte, jetzt kommt dieses Haussymbol. Na gut. Okay. So. Naja, wie nennen wir das? Machen wir einen total kreativen Begriff. Mondbasis erstmal. So, jetzt ist die Frage... ob er sich das merkt. Nee, das wusste ich. Warum ist das so? Das interessiert mich auch mal. Ich glaube, das hat noch nie so richtig funktioniert mit den Umbenennen. Aber das geht doch jetzt darüber, nehme ich an, oder? Schade. Schade, schade, schade. Na gut. Gut, dann lassen wir das. Was wollte ich machen jetzt? Ich wollte hier nachschauen, wie es aussieht. Ah ja, können wir gleich mal schauen, wie viel Sauerstoff generiert wird. Ach, die Flaschen werden gleich generiert.
Ach so, okay. Notfall. Also cool wäre natürlich, das ist natürlich auch schön, klar, logisch, aber wenn die Flaschen generiert werden, weil dadurch kann ich dann diesen Tank auffüllen. Na gut, da ist es wahrscheinlich wirklich nur ein Notfall. So, genau. Eisen rein. Dann... Ach, Magnesium wird auch knapp. Also ich komme hier irgendwie nicht vorwärts. Ist die Frage, wie wir es machen. Ob ich jetzt doch hier auf dem Mond das weiterbaue? Oder sage, ich fliege zu Akua zurück. Dort habe ich mehr Ressourcen. Und baue dort das Schiff. Und ja, weil mich das ja ein bisschen nervt in der Form, dass hier das alles fehlt. Magnesium, habe ich überhaupt Magnesium schon gefunden hier? Ach, das gibt's gar nicht. Magnesium hier. Na, da hat sich das ja schon erledigt. Da hat sich das ja schon erledigt. Wir müssen zurück. Ohne Magnesium ist ja nix. Okay. Ah, Mist. Mist, Mist, Mist. Wie mache ich das jetzt? Also, ich baue mir auf jeden Fall erstmal zwei Lampen an das Schiff. So. Eins, zwei Scheinwerfer. Gut. Das ist schlecht. So, die 8 Schubdüsen gepanzert nehme ich mit. So. Dann nehme ich mir das Eisenerz mit. Beziehungsweise Schotter. Nehmen wir Schotter noch die Hälfte mit. Den Rest lassen wir hier. So. Ah, das stört mich jetzt. Also. Okay, so ist es. So ist es halt. Dann bauen wir uns jetzt erstmal die Scheinwerfer an. Kann ich den ja, dann kann ich das wieder wegmachen, ja. Unzufrieden, ich bin unzufrieden, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. So, wo bauen wir das hin? Am besten bauen wir das hier rein. Dann nehmen wir diese Schräge weg. Ist das nicht schräge? Ich hoffe. Gut. Gut. Okay. Ja, da bleibt uns nichts anderes übrig. Das nehmen wir mit. Und dann nehmen wir uns auch gleich die Rohstoffe, die hier rauskommen, mit, würde ich sagen. Mist, 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 Mist. So, viel Platz habe ich noch. Genügend, hoffe ich. Das ist blöd. Ich hatte heute ja versprochen, das eigentlich fertig zu machen. So wird das wahrscheinlich doch erst das nächste Mal. So, na gut. So ist es. Das mit
dem Magnesium habe ich das nicht überblickt. Selber habe ich nicht genug mit. Machen wir folgendes. Ich baue hier noch eine Tür rein. In diese, dass das zu ist, dass ich so ein sicheres Gefühl habe. Dass ich hier, wenn ich hier abhaue, dass alles gut ist. Eine, nein, das ist eine Basis, eine, ja, eine Basistür, genau, eine Tür. So. So, so, so. Und dann fliegen wir erstmal nach Ankur. Und dann werden wir die, so wie sieht's hier aus? Okay. Gut, also. Und dann werden wir das Schiff bauen. Und dann werden wir. Falsche Seite. So. Und dann werden wir Akua befreien und den Mond. Mit unserem neuen Schiff. Ja, das ist. Achso, da kann ich gleich nochmal probieren, ob das. Das ist nämlich, wenn ich sage, ich mache an, dann bleibt er mal stehen. Wieso bewegt er sich? Das ist das auch sowas. Also das Ding ist sauschwer. 22 Tonnen und rutscht hier einfach so rum. Bloß weil es wahrscheinlich etwas schräg steht. Also wenn ich jetzt T drücke, genau, da geht die Lampe an und aus und an und aus. So. Ja, liebe Leute, also, das war heute wieder nichts, so richtig. Aber ich muss zurück wegen Munition, sonst, ist, wenn die mir hier ausgeht, kann ich nichts mehr bauen. In dem Sinne, bis später. Ciao.